Ja, schieß halt. Nee, er ist zwischen den Bäumen verschwunden. Ich habe ihn nur noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Konnte ich die Waffe noch Was nicht ist mal das mehr in der hier? Hand nehmen. Da, ich hab den Bären. Blutend. Ich habe ihn aber getroffen. Okay. Er blutet. Ist in die Richtung geflüchtet. Wir haben seine Spur, da ist nochmal was. Rocktox nimmt nicht auf, aber wir anderen beiden nehmen auf. Oh, jetzt ist er da hoch. Wahrscheinlich nur am Stein vorbei. Ja, oh, der hat, hinterlässt viele Spuren. Ja, ich Doch, habe guck mal, den, weiß ich Blut. nicht, 10 Schuss gegeben. Ja, ich habe ihn, glaube ich, auch getroffen. Nochmal Blut. Ah, der wird hier oben gleich irgendwo verblutet liegen. Weil Da jetzt die bin ich mir scannen, nicht so ey. sicher. Die können ganz schön Da lange steht laufen, glaube irgendwie, ja. was steht bei Blut oder das unterste? Wie, Ja. was war das für ein Status? Hier. Warte, ich Ja, schaue was nochmal hast du denn nach. Ist getroffen? nochmal was. Innereien oder was? Flüchten, Braunbär, hier ist eine Bärentatze. Und was für was in was hast Da du hinten liegt er, getroffen? da liegt er, da liegt er, da liegt er. Okay. Wir haben Tja, ihn. liebe Leute, bei mir könnt ihr das leider nicht sehen, weil ich gerade einen anderen Bären Mein verfolge. erster Bär. Alte. Wow! Wer hat Ersten ihn denn da Schuss von geholt? dir, zweiten und dritten von mir. Disqualifiziert. Ach, gut, weil du mit der falschen Waffe geschossen hast, ey. 3 Minuten hat er noch gelebt. Boah. Ach Mann, ey. Es ist schon der zweite Bär, der mir weggeknallt wird von irgendwem, ey. Jedes Mal. Ich wusste gar nicht, dass du den Bär meinst. Ich dachte, du meinst da einen bei dir in der Ecke. Und auf Nee, ich einmal sag doch, da flüchtet ist da ein Bär einer. genau auf der Flussüberquerung. Ja, aber der war ja gar nicht mehr am Überqueren, als ich den gesehen habe. Der rannte am Ufer Hey, lang. darf ich? Hey, darf ich Mode Nein, Mod, darfst du please? nicht. Hey? Hä? Nein, Was? Wie? darfst Wo? kein Hä? Mod werden. Achso, er will Mod werden, okay. So, ich habe hier noch eine andere Bärenspur verflucht. Ach Ach, das ist jetzt verdammt, aber ey. blöd. Hier sind Ja, wo habe ich verdammt ihn denn viele getroffen? Braunbären. Wo habe ich ihn denn getroffen, Guden? Body. Und ich hatte zweimal rechte Lunge. Was habe ich? Du hattest Body und ich hatte Ach zweimal so, rechte Lunge. Body. Ich habe vor die verstanden. Was ist das vor die? Nein, Creeper Dings HD und vergiss es und ja, weißt du, weil es könnte auch sein, dass du dann mal ansonsten. Wer nervt, fliegt raus. Doch, ist da ganz schön böse. Ja. Da ist noch mal eine Spur, aber wahrscheinlich haben wir uns eh jetzt alles verjagt, was hier rum war. Einen guten Ja, es unseren dauert dann schnell immer 10 schießenden. Minuten. Hey, noch ein Braunbär. Ziehend. Da den Berg hoch. Braunbär Level 2. Ja, Doc geht auf ein. Wie oft ich am Tag aufnehme, einmal 24 Stunden lang. Doc verfilmt sein ganzes Leben, der macht seine eigenen Memoiren. Ja. Nee, jetzt Scherz beiseite. Nein, also ich nehme tatsächlich, kommt immer drauf an. Einmal am Tag, so im Durchschnitt, so 2 Stunden nehme ich auf und schmeiße dann aber meistens die ganzen Videos, die ich aufgenommen habe, weg, weil sie scheiße sind. Ihr kriegt nur das Beste vom Besten zu sehen. Und das ist auch scheiße. Wieder Halloween Kürbis. Das ist quasi die bessere Scheiße. Ja, genau. Ab welchem Level kann man denn sehen, wie alt so Losungen und so ein Scheiß ist? Boah, das weiß ich nicht. Das muss auf alle Fälle bestimmt Level 5 oder sowas sein. Octoxe Held, ey, wieso? Guden hat 20.000 Schuss reingeballert in den Bär. Ja, aber ich hab halt mit Sinn und Verstand und so. Ja, Ja, ich mit hab Sinn den und Verstand wunderschön 20 getroffen Kugeln. aus 170 Meter. Ich weiß nicht, kennst du den Film, Ding, wie heißt der, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen mit John Connery? Nö. Nee. Kennt ihr den nicht? Wo sind Nee. die ganzen Literaturhelden Ich des bin kein späten 19. Filmfan. Jahrhunderts? Filme sind mir Also, sowas von scheißegal. John Connery spielt, wie heißt der Kerl? Verdammt. So ein britischer Abenteurer und gibt's auch ganz viele Filme. Daniel Defoe, Nein, 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 Robin nein, Hood und nein. so. Nee, nee, so in Afrika, so ein Jägertyp. Quartermain, Quartermain. Er ist Bear Quartermain und Grylls. dann gibt's halt doch noch Captain Nemo und Dawson Davy und solche Leute. Noch ein Kürbis. Keine Und Ahnung. jedenfalls gibt's halt auch so einen amerikanischen Secret Service-Typen und der hat halt eine Winchester und der ballert halt auch Kugeln raus wie ein Blöder.
Und dann sagt John Connery zu ihm, ja, es ist kein Wunder, sie sind, es ist absolut klar, dass sie Amerikaner sind. Sie schießen amerikanisch. Wie amerikanisch schießen. Viele Kugeln raushauen, nichts treffen. Oh, jetzt fängt es richtig an zu regnen hier. Ja, es fängt wie hier Minecraft, bei mir auch so ein bisschen an. Quarterman, ja genau, schreibt's einer rein. Der heißt Quarterman, genau, den habe ich gemeint, den Quarterman. Boah, der geht aber hier unten in die Berge. Sehr lustig, den Spruch. Was? Der geht ja richtig in die Berge hier, der Brownie. Ja. Jetzt geht er nach rechts rüber. Der ist immer noch am Fliehen hier, der blöde Bär, ey. Verdammte Inzucht. Doch, wahrscheinlich. Doc geht jetzt in die andere Richtung und irgendwann und der Bär dreht auf um. Der Karte und schießen auf uns selber. Er sagt, hey, da hinten ist der Bär endlich. Ah, da hinten ist der Bär. Doc ich meine, has left. Ja oh, das war Doc. Ich bin ja behaart wie so ein Bär um die Eier, ne? Oh Gott, ey. Okay, es ist nach 10 Uhr, jetzt können wir solche Sprüche bringen. Ja, wer weiß, wann dieses Video zu gucken ist. Mir wurscht, ich mach nur... Ich bin abgerutscht. Okay, wer abrutscht, darf nochmal. Hier wird's noch mal ganz schön, ne? Steil, weißt du? Ey. Der ist hier ein Berghang hoch. Was ist da vorne eine Spur? Kletterbär. Was? Da eine Spur bei dir, Rocktox? Ja, bei mir ist eine Spur. Der ist hier irgendwie hochgekommen. Und du nicht, oder wie? Der Ami schießt und dann fragt er erst. Ja, das ist durchaus korrekt. So, Der Mami? Der ist Mami. Der Ami. Ach, der Ami. Ja. Ach so, ja, Ami, jetzt schreibt er. Ja, auch. Halt im Texas-Style, ne? Ja, und das ist bemängelt halt auch, Quarterman. Und ich finde das einfach so genial, halt. Weil er mit seiner Lee Enfield schießt einmal aus tausenden von Metern und trifft halt alles und der mit seiner Winchester ballert halt Kugeln raus ohne Ende. Sag mal, wie das lange fliegt denn so ein Bär? Das gibt's doch gar nicht. Ja, bis übermorgen. Ich bin jetzt bestimmt schon bald einen Kilometer hinter dem Da ist die Spur. Und der ist immer noch flüchtend. Das war nochmal ein Bär. Aber ein anderer Bär. Braunbär ziehend. Also der geht immer noch hier durch. Immer noch flüchtend hier bei mir. Meiner. Wo ist dieser Bär? Da ist nochmal eine Spur, ist nicht meine Spur. Der Kletterbär. Aus dem Film Die Liga außergewöhnlich Gentleman, also wie Doc. Der Kletterbär und Spielbär, genau. Der Spielbär. Hier sind Spuren, aber die gehören nicht zu unseren Bären. Was war denn das eben für ein Vieh? Wow. Ein großer Elch. Das war auch was Großes. Nee, ja, nee. Elch gibt's hier nicht. Wenn dann rot. Findest du noch eine Spur, Guten? Von unserem? Ich hatte hier vorhin noch eine Bärenspur, ansonsten. Ja, ey, Bären suche ich hier die ganze Zeit, aber ich finde die nicht mehr von ihm, von unserem. Hier die ganze Zeit ja. Jagen. Oh, ich bin ihm wieder näher gekommen. Ich habe jetzt wieder einen durchgezogenen Kreis. Sehr schön. Was habe ich denn für Munition? Flintenlaufkugeln, gut. Okay. Ja gut, das ist das Problem, ich finde unseren Bären nicht mehr. Der ist hier hochgegangen und jetzt ist ja nichts mehr irgendwie. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, wo der Schweinepriester ist hier. Der ist gar nicht so weit weg. Ah, da ist die nächste Spur. Oh, ich habe versäumt, mir mehr Patronen für meine Primärwaffe einzupacken. Sprich, ich kann jetzt nur noch mit der Schrot oder mit dem Bogen. Ja gut, dann würde ich schießen. Oder mit der Matten. Aber wir haben eben ein Problem. Wir finden die Spuren nicht mehr von dem Scheißviech. Ja, hier im Wald ist es ziemlich dicht. Ich finde die Spuren nicht mehr. Gehen wir mal zurück. Also mein Jagdlehrer hat mir das gesagt. Immer wieder zurückgehen. Also dem... Die wir da doch gespielt haben. Ja, genau, der Jan, der. Immer wieder auch mal zurückgehen, nochmal. Da ja. Ist ein. Ah, ne, das war eh, glaube ich, die gleiche, die wir schon gefunden haben. Die frotzeln sich auch, die Viecher hin und wieder. Ja, die verarschen einen. Du solltest vielleicht auch nicht zwischendurch aufstehen, sondern die ganze Zeit kriechen. Ja, wenn ich jetzt zurücklaufe, kann ich ja ruhig aufstehen. Die Bären, die sind halt verdammt misstrauisch, das ist halt so. Mhm. Also, Bärenjagd ist. Da, ich hab's ja gefunden, Gun, ich hab's ja wieder. Hier ist er, hier rüber ist er nicht gegangen, das scheiß Viech, ey. Na, schau, hat schon wieder geholfen, der Trick.
Regnet schon wieder, ey. Das nervt. Ah. Etwas elendig. Das ist wohl wahr. Hast Orientierung wie Harald? Naja, so ganz so schlimm auch nicht. Nö. Also sonst würde ich mich regelmäßig auf den Battlefield-Karten verlaufen. Ja gut, die kann man ja, lernt man ja sowieso als Profi-Zocker, lernt man die ja auswendig, ne? Ganz ehrlich, die sind echt nicht so schwer. Die hast du noch ein paar Mal spielen, hast du alles gesehen. Ich bin auch eine Pappnase. Kein Wunder, dass der ewig am Fliehen ist. Wieso? Weil ich die ganze Zeit aufrecht gehe. Ach, Doc. Du wolltest bei unserem Tempobomb mithalten. Ja, wahrscheinlich. Jetzt finde ich wieder keine Spur, ey. Das ist doch echt so ein... Hast du nur irgendwo eine Spur gesehen, Guden? Nö. Ja, meiner ist jetzt auch offenbar. Der hat sich verabsentiert. Hier ist nochmal einer, das ist eine neue. Ich glaube, der ist hier auch runtergegangen. Der ist gar nicht mehr hier oben am Berg. Der Regen aufhören könnte, dann könnte ich vielleicht auch was sehen. Ja, obwohl der Regen hat halt auch den Vorteil, dass die Viecher dich dann nicht so leicht hören. Du kannst halt dann auch tatsächlich aufrecht gehen und sowas. Da sollte man vielleicht nochmal, weil ich finde mal wieder keine Spur, ey. Ja. Gut, dann stellen wir mal aus mal wieder. Geh nochmal zurück, vielleicht verarscht er uns ja wieder der Bär. Vielleicht ist er wieder runtergelaufen. Ja, möglich ist es. Die von Rocktox, die Orientierung ist schlechter als die von Harald? Das kann gar nicht sein, eine schlechte Orientierung als die von Harald. Da gibt es nur eine und das ist meine. wo ist dieser Schweinepriester von hier der? Vase, die letzte Spur. Bis hier lang gelaufen. Da, er ist wirklich wieder runter, der Scheißbär. Ich glaub's nicht. Dieser olle Schweinepriester, wo ist er? Ja, aber das kannst du echt laut sagen. Das ist echt ein... Boah. Also ich weiß nicht, ob er jetzt hier runtergegangen ist, weil ich sehe hier keine... Ja, das ist er nicht. Laut der Spur geht er hier runter, aber ich sehe hier nichts mehr. Vielleicht ist er ja auch nur wieder hier entlang. Ja. Und der hier Regen ist vor allen Dingen auch steil. Ja, eben, hier ist es steil. Ja, der geht, das Lustige, er geht jetzt in Docks Richtung. Okay. Nicht, dass er mir gleich in den Arsch beißt hier, ja. Hätte ich aber was so langsam will er mal Mittag essen. Leute, ich bin total alt und zäh und hässlich und ich bin überhaupt keine Bärenmalzer. Vergesst das mal. Doc macht nicht so schlecht, ja. Ich kann mich gar nicht zu schlecht machen, weil ich bin schlecht. Also ich steige jetzt mal vorsichtig ab und schaue, ob ich unten eine weitere Spur finde. Ich bin das Böse. Chef, verarscht uns diese Scheißbär die ganze Zeit. Mhm. Ja, natürlich. Der steht dann, sitzt direkt da hinter dem nächsten Stein und lacht sich tot. Wahrscheinlich. Ja, ist jetzt, ja. Nein, Doc Rock, das ist halt, hey, langsam. Gibt man ja fast Missgefühle, ey. Oh, nö, nein, Rockdogs ist ein ganz lieber und ein guter. Und vor allen Dingen ist er der Messer-King. Ja, ich hab's ja gefunden, die Spurboden. Der geht wirklich in Docks Richtung. Ja, der komisch, hat Bock auf Mittag. Ich hab meine jetzt auch wieder. Die beiden Bären, die wollen sich treffen und die wollen sich zusammen kaputt lachen über uns. Ja, nee. Die machen das Crisscross. Unser Bär tötet dich und dein Bär tötet uns. Das wäre unfair. Danach tötet ich beide Bären. Okay. Doch, dann beißt dich wenigstens mal einer. Ja. Ich beiße mich eigentlich jeden Abend. Ich beiße mich in den Schlaf. Oh, da nochmal eine Spur. Hundekot wieder. Hundekot sage ich. Bärencode. Guten, hast du das gut geskillt, Bäre? Nö. Okay, also kannst du auch nicht sagen, wie lang das her war. Nö. Nee.